Was ich nicht wusste, dass in Bautzen Spitzel angesetzt waren auf mich. Ich war in einer Gemeinschaftszelle mit 26 kriminellen Häftlingen. So, dort war natürlich alles vertreten in dieser Zelle. Jede Menschenart war da drin. Und das war natürlich eine totale Umstellung gewesen. Und da hörte man auch von den einen oder anderen, dass sonntags einer zum Ogi geht. Ich wusste gar nicht, was das ist. Aber da ist einer zu dem Verbindungsoffizier der Staatssicherheit gegangen und hat dort seine Berichte abgegeben. Ich hatte zwei in der Zelle, die direkt Berichte geschrieben haben. Da ist ein Bericht drin über einen Vorgang mit vier DIN A4 Seiten, hinten und vorn vollgeschrieben, also die ganze Seite von oben bis unten. Wenn man das jetzt mal liest, was für sinnloses Zeug der Mensch geschrieben hat, nur um an Vergünstigungen dort drinnen während der Haft zu kommen. So, und die anderen restlichen fünf, die noch waren, die waren so verteilt auf das Arbeitsgebiet und im Freigang. In dem Freigang war dann wirklich alles beisammen und dort hat man auch den einen oder anderen gesehen, wenn sie so neugierig waren und gefragt haben, weshalb bist denn du hier und wie das eben so die Fragerei war. Und da konnte man dann schon einschätzen, der fragt nicht für sich, der ist für jemand anders. Und einen hatte ich in der Zelle, der war in der gleichen Schicht mit. Ich habe da bei VEB Robur in der Arbeitsbaracke habe ich LKW-Bremstrommeln bearbeitet. Ich habe dort an der Drehbank gestanden. Und irgendwann ist der Zivilmeister zu mir gekommen und hat dann über einen Mithäftling erfahren, dass ich da ein Flugzeug projektiert habe. Und da hat er gesagt, ab morgen stelle ich Sie an die CNC-Maschinen. Die können Sie garantiert einstellen. Da können Sie dann dort sich hinstellen, brauchen nicht mehr die schweren Bremstrommeln bearbeiten. Und da haben die anderen dann schon wieder vermutet, da ich ja als politischer Häftling dort drin eine Funktion bekommen habe, ich könnte irgendwie ein Spitzel sein. Da wurde ich schon wieder irgendwie von der Seite angeguckt und gemieden, aber ich konnte ja nichts davor. Der Zivilmeister hat mich an die Maschinen gestellt und ich habe dann versucht, da was draus zu machen. Letztendlich ist es auch gegangen, aber der war dann auch froh, aber der wusste ja auch nicht, wann ich dort weggeholt wäre in den Bautzen und dort. Wie gesagt, ich war wirklich froh, als ich dort raus war. Das kam gleich nach der Hölle. Ich weiß nicht so richtig, wie es in der Hölle ist. Man sagt immer, es wäre sehr heiß dort unten, aber dort war es hundekalt. Und die ganze Art, was dort war, also ja, ich habe immer jeden Tag gerechnet, dass ich rauskomme. Weil das ganze Umfeld, das war wirklich war nur das Domizil der Kriminellen. Die haben sich dort wohlgefühlt, denen war das ein und alles. Die hatten zu essen, die hatten zu trinken, die hatten ein Bett gehabt, die hatten ein bisschen Arbeit gehabt, dann hatten sie Geld gehabt, um sich Zigaretten zu kaufen. Das hat ihnen gereicht. So, und wenn die entlassen wurden, nach 14 Tagen waren sie wieder drin. Die sind draußen nicht mehr klargekommen, da waren die wieder drin. Und das waren die fest eingeplanten Arbeitskräfte, die die immer hatten. So, und ich war dann, wie gesagt, auch froh, als früh um vier der Kalfakter an den Spion kommt und reinruft, dass der Schlosser mal an den Spion kommen soll. Und da bin ich hin, da sagt er, du, ich habe für dich Kaltverpflegung gemacht, du gehst heute auf Transport. Und da wusste ich, als sie mich dann nicht zur Arbeit mitgenommen haben, dass ich doch auf Transport gehe. Weil ich auch mit beim Ausrücken war früh und da schickt mich der Wärter wieder rein, sagt er, sie bleiben auf Zelle. Und da dachte ich, aha, gehst doch auf Transport. Aber man wusste ja nie wohin, man hat nur geliebäugelt mit Karl-Marx-Stadt und dort ist es dann auch hingegangen.